Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Online. Ja, ich mache hier gerade eine kleine Spontanaufnahme, da ich mal was austesten wollte. Und zwar habe ich den Tag hierfür verbraucht, also einige Stunden von diesem Tag, um mir Windows 10 zu installieren. Ja, ich glaube, mein PC läuft gerade über Windows 10 und ich muss sagen, auf jeden Fall, ja, ein paar mehr FPS als wie vorher. Also wir haben jetzt hier so ungefähr 25 FPS, also 10 FPS als vorher. Also mehr als vorher. Und ich würde mal sagen, das merkt man auch. So, da oben sehe ich gerade noch einen Block. Also einen Laubblock, der da nicht hingehört. Ja, wie ihr schon eben gesehen habt, ich habe mein Inventar ein bisschen geleert. Ich wollte nochmal hier in die Endertruhe schauen, was ich hier nochmal so alles drin hatte. Ja, nichts so Besonderes. Ich kann ja mal hier den Trank ausschlürfen. Trank der Schnelligkeit. So, weil ich habe für diese Aufnahmesession hier was Besonderes geplant. Ich werde wahrscheinlich zwei Folgen aufnehmen. Sicher ist es noch nicht. Und der Tom hatte mich mal gefragt, ob ich mal seine Möbel hier zeigen kann. Weil er hatte hier anscheinend ein bisschen schon dekoriert. Und das mache ich mal gleich hier zu Anfangs. Ah, hier ist ein Fernseher, Flachbildfernseher mit ein paar Zäunen dahinter. Sehr interessante Aufnahme. Und mir fällt gerade ein, die Musik fehlt noch. So. Oben sieht ihr zwar jetzt immer noch, wie die Lieder heißen, aber das ist ja nicht so schlimm. Könnt ihr ja gerne wissen. Aber unten rechts kommt jetzt auch keine Anzeige mehr. Ich habe hier auch ein bisschen was so vorbereitet. Und zur nächsten Folge wird es noch ein bisschen anders sein. Da habe ich geplant, ein anderes Texture Pack reinzunehmen. Ein Texture Pack, welches ich selbst zusammengestellt habe, aus anderen Texture Packs. Habe ich zwar noch auf einem alten PC, darum kann ich es jetzt noch nicht hier drauf machen. Das habe ich dann, wie gesagt, vor der nächsten Aufnahmesession hier reinzunehmen. So lange genießt noch dieses Texture Pack. Auch dann mein zusammengestelltes Texture Pack habe ich dann auch vor, einen Download-Link freizugeben. Werdet ihr dann in der Videobeschreibung finden. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir hier auf dem TS nicht alleine sind. Der Sam ist da, sag mal hallo. Ja, und was ich für diese Aufnahmesession geplant habe, ist mal was anderes. Nicht nur ständiges Bauen, weil, naja, Bauen wird in einer Zeit auch langweilig. Habe ich schon in den Kommentaren gelesen, dass Bauen nicht so ganz so spannend ist. Und darum hatte ich mal so mir gedacht, ich kann ja mal eine Höhlentour machen. Dazu muss ich erstmal eine gute Höhle finden. Und ich mag nicht die Höhlen hier in der Nähe, die... Da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Höhlen schon erkundet wurden. Und darum laufen wir mal ein bisschen weiter weg. Darum habe ich mir auch vorher noch den Schnelligkeitstrank eingenommen, dass wir auch ein bisschen schneller vorankommen. Ja, die Sonne ist gerade am Untergehen. Das macht ja nichts. Da hinten ist ein kleiner Brunnen, falls wir Wasser bräuchten. Aber für Wasser ist da auch ein Fluss. Übrigens, ich habe gerade keinen Eimer Wasser dabei, also wenn wir auf Lava stoßen, ja, muss ich mir erstmal machen, Wasser machen, so. Ja, ich könnte ja auch mal ein bisschen die Musik ein bisschen lauter drehen. So, da geht's lang. So, hier ist ein Lavabecken. Nee, danke, brauche ich gerade nicht. Hier ist auch eine unendlich lange Wüste, wie es aussieht. Ja, mal schön, wenn hier irgendwo ein Höhleneingang ist. Da hinten sieht es gut aus. Da hinten sieht es sehr, sehr... Ja. Ja, es sieht sehr vielversprechend aus, oder? Ist das doch nur eine Sackgasse? Ja, mal sehen. Ich werde mir auf jeden Fall hier mal die Kohle holen. Und diese Musik ist wieder ein bisschen zu laut. So. So, mit meiner schönen Effizienzspitzhacke. Ja, und ich habe meine Bootsumkehrspitzhacke auch noch vergessen. Egal, ich habe ja Glück zwei Spitzhacke dabei. Und wir haben momentan fast 30 FPS. Und wie der Sam schon sagte... Ja, wirklich. Wie der Sam schon sagte, ist eine Sackgasse.
Naja, müssen wir halt die nächste Höhle suchen. Hier Ich müssen gebe wir dir auch einen gleich. telegrafisch einfach geradewegs runter. Ja, könnte man machen, aber das mache ich nicht so gerne. Da wird schon was sein. Ja, wird schon was sein, da hast du recht, aber ich bin kein Fan irgendwie davon. Ich will richtige Höhlen haben. So, da spawnt auch der erste Zombie und das erste Skelett. Wie lange ist noch Schnelligkeit? 3,5 Minuten. Guten Tag, ja. So. Ein paar Creeper oder ein Creeper, ein paar Skelette, da hinten ist auch noch ein Skelett. Da ist eine Insel. Ich brauche einen Höhleneingang. Skelett, hast du. Weißt du, wo hier irgendwo ein Höhleneingang ist? Weißt du das? Anscheinend nicht. Mini-Zombie höre ich. Und ist glaube auch hinter mir. Dann schwimme ich hier mal über den See. Ich hoffe mal, das Skelett sieht mich nicht. Ne, sieht es mich auch nicht. Doch jetzt. Ich bin aber schon weg. Ja, ich bin wirklich jetzt am Überlegen, ob ich mich doch nach unten bauen soll. Weil ich will ja hier jetzt in dieser Folge nicht nur herumlaufen, sondern auch ein bisschen schon mal in die Höhle reingehen. So, was leuchtet denn da hinten? Das könnte zwar Lava sein, aber wie interessiert mich das doch? Lava. Das sieht irgendwie cool aus. Ah, okay, das ging ein bisschen runter. Halt so mit dem Berg und hier dieser kleine Tunnel. Hat schon was. Ja. So. So, Skelett mal bitte weg. Dann gehen wir mal hier über den Fluss. Ich hoffe mal, dass wir nicht im Kreis laufen. Wenn doch, ja, dann Schicksal. War. War. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss schon sagen, mit 30 FPS spielt es sich schon viel, viel besser. Willst du meinen Computer? Nein, ich will nicht deinen Computer haben. Ich glaube mal, ich bin wirklich im Kreis gelaufen. Dann machen wir nochmal Folgendes. Ich gehe nochmal zum Spawn. Dann machen wir mal etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Das hier. So. Ist eigentlich verboten, dass man das macht, aber ich habe ja den Spawn erstellt. Und hier sehe ich auch schon gleich eine Höhle. Und hier auch. Naja, das ist eher ein Tunnel als eine Höhle. Dann nochmal was knabbern. Und wo war jetzt die Höhle? Die war da hinten. Nicht im Kreis gelaufen. Hier sieht zwar auch sehr interessant. Wisst ihr was? Wir gehen hier rein. Bisschen Fallschaden nehmen. Gehört dazu. Ja, die sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Oh ja. Hier ist auch schon ein bisschen Kohlekies. Könnte ich auch gebrauchen. Aber nehme ich jetzt nicht. Ich spare meinen Inventarplatz auf. Haben wir jetzt schon insgesamt mehr als ein Stack Kohle. Bisschen hatte ich ja schon was mitgenommen als Reserve. Aber wir haben ja auch eine Glücks-2-Spitzhacke, so kriegen wir mehr Kohle aus einem Block raus. Und wir haben so viel Glück, wir haben eine Mine gefunden. Yay! Mit Blumen. Huh! Blumen in der Mine. Erlebt man auch nicht alle Tage. Dann ist das jetzt wirklich mal nicht so. Nur bauen, nur bauen, nur bauen, dann ist so. Ja. Damals die Nether-Folge, also da, wo wir den einen Part im Nether waren, das war ja auch schon ein bisschen Abwechslung, bisschen. Jetzt ist wieder auch nochmal andere Abwechslung. Der nächste, also ich mache jetzt wirklich 2 Folgen und in den danach die Aufnahmesession machen wir wahrscheinlich hier dann auch noch weiter. Mal schauen. Wo soll ich noch ein Stack Keys mitnehmen oder so viel, wie ich halt mitnehmen kann. Weil hier ist so ein Tunnel, dann nehme ich hier ein bisschen Kies mal mit. Aber nicht die Feuersteine. Feuersteine habe ich genug. Ganz schön verzweigt die Mine. Ich
bin am überlegen, ob ich doch ein bisschen runtergehen soll auf Diamant-Level, weil Diamanten können schauen. Bei Eisen, Kohle habe ich genug. Dann, ja, dann werde ich ein bisschen runtergehen, aber nicht hier, nicht hier. So, Skelett. Ich habe da vorhin da eine Höhle gesehen. Gehe ich erstmal hier lang. Vielleicht finden wir auch ein paar Truhen. Wäre sehr interessant. Und sehr, sehr gut. Dann gehe ich mal hier lang. Ja, wir sind immer noch in der Mine drin. Wo gehen wir lang? Geradeaus. Hier geht es nochmal tiefer, ist auch gut. Hier ist nochmal eine Schlucht. Eine Schluchtception, also mehrere Schluchten auf einmal, naja. Das muss gerade jetzt eigentlich nicht sein. Hier geht es auch tief runter. Ist da irgendwo eine Höhle, die da weiterführt, oder ist es einfach nur eine Schlucht? Sieht nach einfach nur eine Schlucht aus. Ja. Aber hier ist eine Truhe mit 2 Eisen, 2 Brot und 5 Redstone. Dann weiter geht's im Text. Wo geht's hier lang? Hier geht's runter, das ist schön. Runter ist immer gut. Aber es sieht nach einer Sackgasse aus, leider. Ja, das Eisen kann ich ja auch mal mitnehmen. Eisen kann nie schauen. Doch. Ach. Naja, eigentlich, naja. Ja. Naja. So. Ich hoffe mal, dass auch im nächsten Part, wenn ich dann das andere Texture Pack drin habe, da sind auch hochauflösende Texturen dabei. Dass das dann nicht leckt oder so. Das muss ich alles noch ausprobieren. Weiß ich noch nicht so, wie das dann wird. Auf jeden Fall freue ich mich schon, mit einem anderen Texture Pack mal wieder zu spielen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Hier ein bisschen hochbauen. Hier geht es runter, aber Kies wollte ich gerade nicht setzen. So, hier geht es runter, aber nicht bis besonders weit. Ja, hier geht's wieder hoch. Hier geht's wieder runter. Schön. Das Skelett. Ich hasse meine Legs. Ja, die könnte ich auch hassen, hätte ich welche. 8 Kohle da. Und eben. Kürbiskerne brauche ich nicht. Habe ich welche. Dann hier nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Ein Gesprächsthema wäre auch nicht schlecht. Ich hatte mir da vorhin auch mal ein bisschen so überlegt, was ich als Gesprächsthema nehmen könnte. Und zwar hätte ich da so eins: Geduld. Viele würden jetzt sagen vielleicht, was, Geduld? Geduld und Gesprächsthema passt da irgendwie nicht. Aber auch wie doch, da kann man wirklich viel dazu erzählen. Denn ich bin von Natur aus, würde ich mal wirklich behaupten, ein geduldiger Mensch. Und schon wieder eine Schlucht. Dann gehe ich mal runter zur Schlucht. Mit Gold. Auf jeden Fall, damit wir nicht vom Thema abweichen, Geduld. Ich bin ein sehr, sehr geduldiger Mensch, würde ich mal sagen. Nicht immer, das ist jeder irgendwann mal. Aber auch viele haben schon so gesagt, Mann, bist du geduldig. Wenn ich hier irgendwie so Grafiken erstellt habe, ihr müsst wissen, ich war mal in der Schule in so einem Projekt drinne. So eine Art Schülerzeitung, und da habe ich eine Grafik erstellt für die Schülerzeitung, schon viele, viele Jahre her. Ich bin ja jetzt selbst nicht mehr in der Schule, seit einem Monat mehr. Für mich ist ja die Schule jetzt aus, und da haben auch selbst der Lehrer hat gesagt, boah, das könnte ich nicht. Und ich finde auch, Geduld haben viel zu wenig Menschen. Also was, wenn ich da manchmal was höre, gerade auch so auf der Straße, wenn hier wenig Zeit ist und viele Menschen dann einfach so rasen. Dadurch sind ja schon oft Unfälle passiert und auch unschuldige Menschen mit in den Unfall mit hineingeritten worden. Und ja, und deshalb würde ich auch sagen, dass vielleicht Geduld ein bisschen eine wichtige Tugend ist, wovon sich viele Menschen mal eine Scheibe vielleicht mal abschneiden könnten. Aber es muss jeder für sich
selbst wissen, ich kenne auch viele Menschen, die nicht geduldig sind. Selbst in meiner Familie gibt es da ja welche. Da muss ich ja schon sagen, dass ich froh bin, dass ich geduldig bin. Und Moment mal, was habe ich denn da hier von? Warum ist da ein Kobbel? Noch ein Kobbel. Klammer, ich habe einen Dungeon gefunden. Das wäre ja jetzt nochmal ganz schön. Hier geht es auf jeden Fall runter. Ja, ein Spinnenspawner. Ja, die. Ist gut, dass jetzt hier ein bisschen Wasser ist, so bleiben die Spinnen jetzt hier ein bisschen weg. So, was haben wir denn hier drin? Drei Namensschilder. Eine goldene Pferderüstung. Eisenbahn. Ja, viel Spaß. Bye bye. User disconnected from your channel. Ja, jetzt sind wir hier alleine. Dann noch mal ein paar Sätze. Kann ich ruhig mal mitnehmen. Aber das Problem ist jetzt, mein Inventar ist wieder voll. Das wollte ich jetzt nicht. Kann ich ja mal kurz hier ein bisschen Schrott da lassen. Das da, da, da. So, und das da. Ja, also, Geduld. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr geduldig seid, wie ihr so Geduld findet. Also, da habe ich auch schon andere Geschichten gehört. Also, ich habe mal von einem Kumpel gehört, dass da auch irgendwie mal, kann mich ja leider jetzt nicht mehr so sehr erinnern. Auf jeden Fall hatte derjenige mal was erlebt, so mit Sachen Geduld. Und ja, kann ich jetzt leider nicht wiedergeben. So, wir sind jetzt auf Ebene 12 angelangt. Die perfekte Diamantebene. Dann ein bisschen hier noch Eisen rausholen. Redstone, Redstone ist sehr, sehr wichtig. Wir haben durch unseren Weg die Redstone-Lampen, haben wir einiges an Redstone verloren. Also ich habe vorhin in die Truhe geschaut, als ich mein Inventar geleert habe. Wir haben nur einen halben Stack Redstone und das geht aber nicht. Also, was heißt das? Auf Höhlentour gehen. Und Diamanten, nein. Und halt Sachen farmen. Und halt, wenn möglich, Diamanten mitnehmen. So, das waren drei Diamanten, aber nur drei Diamanterze. Aber wie schon angesprochen, habe ich ja eine Glücks-2-Spitzhacke dabei. So, Fackeln noch von dem einmal, wo ich beim Gefängnis aus Versehen mehr Fackeln gemacht habe. Wo ich die Fackeln einfach nicht immer in den Tag gesehen habe. Ja, dann nochmal zum Gesprächsthema zurückzukommen, Geduld. Fällt mir da irgendwie jetzt nochmal so spontan was ein, was man dazu noch sagen könnte. Ja, also Geduld ist sehr, sehr wichtig. Gerade in der heutigen Zeit. Also ich, auch im Alltag sehe ich viel oft Menschen so, die gerade keine Geduld haben. Selbst hier im Dorf, wo gerade nicht so viel los ist wie in der Stadt, sehe ich auch auf der Straße Leute, die ein bisschen schneller unterwegs sind. Aber na gut, mit schneller unterwegs, also wenn ich mit meinem Hund gehe, ich bin auch sehr, sehr schnell unterwegs. Aber das hat nicht so mit Geduld zu tun, würde ich sagen. Ich bin halt einfach nur schnell unterwegs. Ja, muss jeder für sich selbst eigentlich auch wissen, ob derjenige geduldig ist. Ungeduldige Menschen können ja auch nichts dafür, dass sie ungeduldig sind. Das ist ja von Geburt an, naja, von Geburt an vielleicht nicht, aber so von, das ist im Menschen so reinprogrammiert, sag ich mal. Das können die auch nicht ändern. Vielleicht wollen auch einige das nicht ändern, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. So. Ah! So, wie lange hält noch meine Rüstung? Der Eisenhelm ist fast kaputt. Ja, der wird vielleicht bei der Höhlentour vielleicht auch schon kaputt gehen. Mal schauen. Ist da Haltbarkeit drauf? Ja. So, bin ich jetzt hier gelandet. Bei Gold. Naja, Gold ist jetzt nicht so wichtig. Eher die anderen Materialien vielleicht. Wie zum Beispiel Eisen. Eisen kann man nie genug haben. So, da ist Lava. In die Lava würde ich nicht gerne reinspringen. Wo bin ich jetzt hier? Ja. Da ist hinten auch Lava. Vielleicht noch ein paar Diamanten hier zufällig irgendwo. Nee, leider nicht. Jetzt ist auch schon die
erste Folge vorbei gleich.